Wenn du ein Kind Gottes bist, welches Selbstbild hast du? Wie siehst du dich selbst? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die ich gehört habe von einer Gemeinde in London vor einigen Jahren. In dieser Gemeinde gibt es einen Barmherzigkeitsdienst. Man kümmert sich also um arme Leute, um Obdachlose, um Stadtstreicher und so weiter. Und in diesem Dienst kam regelmäßig eine alte Frau, die als Stadtstreicherin allgemein bekannt war. Das war eine Frau, die so richtig in zerlumpten Klamotten und mit Plastiktüten in der Stadt umherirrte. Und sie kam regelmäßig, wurde dort versorgt, bekam Essen und hatte auch so eine gewisse Beziehung zu einigen Menschen dort aufgebaut. Irgendwann hörten die Gemeindemitglieder, dass die Frau gestorben war und beerdigt werden sollte. Und einige beschlossen, zu der Beerdigung zu gehen, denn sie dachten sich, vielleicht kommt da ja sonst keiner. Umso größer waren sie erstaunt, als sie dorthin kamen an den Friedhof und feststellten, dass da ein Luxusauto nach dem anderen stand. Bentley, Rolls-Royce und so weiter. Und innen drin war eine sehr illustre Gesellschaft von sehr wohlhabenden Leuten gesammelt, die dort bei der Beerdigung waren. Und sie erfuhren, die Frau war steinreich. Die Frau war Millionärin gewesen. Aber sie lebte als Bettler. Irgendetwas in ihrem Leben hat zu irgendeinem Zeitpunkt sie davon abgehalten, das zu nehmen, was ihr eigentlich zustand, und rastlos umherzuirren und von der Güte und dem Wohlwollen und der Versorgung anderer abhängig zu sein. Lebst du vielleicht in einer ähnlichen Situation? Geht es dir vielleicht in deinem Leben ganz ähnlich, dass du eigentlich ein Kind Gottes bist, aber sagst, ich lebe wie ein Bettler? Ich lebe, ohne dass ich die in der Bibel mir verheißenen Reichtümer irgendwie in Anspruch nehme? Dann möchte ich dich einladen, heute einen Schnitt zu machen und zu sagen, stopp, ich höre auf, ich lasse mich nicht länger berauben von dem, was mir zusteht. Ich nehme das, was Gott für mich hat, in Anspruch. Ich will als Königskind nicht länger wie ein Bettler leben. Die Heilige Schrift sagt uns, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Alles, wessen ihr bedürft. Alles. Alles, was du am Bedarf hast. Alles, was du brauchst. Er wird es dir geben. Er will dich damit versorgen. Du bist nicht irgendwer. Du gehörst zur richtigen Familie. Du bist ein Kind Gottes. In einer anderen Übersetzung heißt es, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen. All euren Mangel ausfüllen. All euren Mangel ausfüllen. Mangel hat jeder von uns in irgendwelchen Lebensbereichen. Mangel, da geht es nicht um Geld. Da geht es beispielsweise um Beziehung. Um intakte Beziehung. Menschen, mit denen du in intakter Beziehung stehst. Um Menschen, mit denen du reden kannst. Da geht es um einfach unterschiedlichste Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Vielleicht ein Partner fürs Leben. Vielleicht ein Pärchen, was ein Kind braucht. Vielleicht ein neuer Arbeitsplatz, vielleicht Finanzen, vielleicht Gesundheit. Jeder von uns hat Bereiche, wo es irgendwie Mangel gibt. Und Gott sagt, ich will diesen Mangel aufheben. Ich will dich versorgen. Im Psalm 34 lesen wir, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Wenn du Gott fürchtest, in einer intakten Beziehung zu Gott stehst, keinen Mangel wirst du haben. Das ist eine biblische Aussage. Und wenn das in deinem Leben nicht der Fall ist, dann ist da etwas, was du bekommen kannst, was du noch einnehmen kannst. Dann ist da etwas, was dir zusteht. Und das möchte ich dir zusprechen und dich einladen. Mach dich daraufhin auf den Weg, das in Empfang zu nehmen. Lass dich nicht berauben. Leb nicht wie ein Stadtstreicher, wenn du ein Königskind bist. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. In allem, alle Zeit, alles. Das ist wirklich alles. Gott will uns damit versorgen. Und warum? Der eigentliche Sinn ist, dass wir anderen weitergeben sollen, dass wir andere segnen sollen, dass wir andere versorgen sollen, dass wir geben können. Nicht, dass wir Mangel haben, sondern dass wir Überfluss haben und diesen
gebrauchen, um andere Menschen zu segnen. Das ist, wie das Reich Gottes funktioniert. Deshalb möchte ich dich einladen. Nimm die Bibel, nimm die Verheißungen, die darin stehen, und beanspruche sie für dich selbst. Und sag, mein Gott sagt, ich habe keinen Mangel, und so werde ich aus diesem Mangel, in dem ich vielleicht jetzt bin, herauskommen. Er wird meinem Mangel aushelfen, er wird mich herausführen und ich werde in den Segen Gottes, in die volle Versorgung hineinkommen. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.